Auf meinem Befehl. Vorwärts. Vorwärts. So, da oben ist wieder unser Spinnenfreund. Hier. Sofort. Schnell. Wobei wir ihn als Träger der Schattenklinge nicht kennen sollten. Mir nach. Dies ist die Quelle des Hains. Auf der Wasseroberfläche schwimmt eine dampfende, ölige Flüssigkeit. Sie scheint giftig zu sein. Ja. Bereit. Und los. Vorwärts. Speichern wir hier sicherheitshalber mal. So, also hat der Meister einen weiteren Mörder geschickt. Oh, vertraut er mir nicht? Ihr unsterbliches Blut schmeckt so süß. Sie gehört mir. Verschwinde, das ist mein Auftrag. Ich habe eine Nachricht für euch. Ach, wirklich? Ja, merkt sie euch gut. Ich bin euer Tod und ebenso der Tod aller, die diese maskierte Schlange noch gedungen hat. Ich werde euch jagen, ich werde euch finden und keiner von euch wird mir entkommen. Ich diene dem Maskierten nicht mehr. Sagt ihm das, wenn ihr ihn am Fluss der Seelen trefft. Ach, auf ihn, meine Kleinen, auf ihn! Oh, cool. Nicht ganz so cool. Nymphen, ihr kümmert euch erst einmal um... Kämpft! Die Nester. Achtung! Die Rune befiehlt, ausgeführt. Zurück mit euch! Vorsicht! Verteidigt euch! Zu Befehl, haltet durch, Männer! Schickt sie zum Seelenfluss! Vorsicht! Schlagt sie zurück! Zeit sie sind zu überall. Sterben! Hier oben sind noch Spinnen und Truhen. Schlagt sie zurück! Achtung! Zeit zu sterben. Sie sind überall. Bereit. Zur Ehre Aonirs. So, entweder kommen keine neuen Spinnen mehr oder sie verkommen sehr langsam. Was beides gut wäre. Weil die meisten Spinnennester haben wir ja zum Glück schon eingerissen. Da hinten ist übrigens noch was versteckt. Das sollten wir uns auch gleich mal holen. Sofort! Also ja. Schnell! Wir... Der Schattenkrieger fackelt nicht lange, was den Spinnenmann angeht. Keine nette Unterhaltung. So, findet das Nest und zerstört es. Verfolgt den Geist des Spinnenmannes. Der Geist des Spinnenmannes scheint etwas mit dem Gift im Garten zu tun zu haben. Verfolgt ihn und findet es heraus. Und los! Mir nach! Folgt mir! Vorwärts! Zum Angriff! Vorsicht! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schließ
schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Hier! Sofort! So. Schnell! Oh, Silberfaden beim Ring der Geschicklichkeit. Schnell! Noch ein Zauber. Sofort! Und los! Mir nach! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Schlagt sie zurück! Vorsicht! So, erstmal gucken, dass wir die Spinnen loswerden. Haltet durch, zurück, Männer! Mit euch! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Verstärkt die Deckung! Achtung! Aber ja, wir sind auch gut dabei für den nächsten Level-Up. Zeit zu sterben. Wobei wir, glaube ich, nichts haben. Für Stufe 12. Nicht wirklich, jedenfalls nicht hier. Na gut. Schilde hätten wir. Rüstung wiederum nicht. Verteidigt euch! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Ja, da ist schon unsere Glückwunsch, dass die dieses Level geschafft, Belohnungskiste. Auf meinem Befehl. Schnell! Sofort! Verstärkt die Deckung! Ah, geschmeidige Fechterrüstung. Beilinge des Verteidigers. Fernkampfbogen, ja. Bringen wir es zu Ende! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Zeichen. Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Gibt der Spinne mal den Todesstrahl. So. Bereit. Und los! Das war's, glaube ich, schon hier. Ich sehe jedenfalls keine Truhe oder so. Folgt mir! Vorwärts! Ist auch wirklich gut, dass sie das Field of View etwas angepasst haben, dass es nicht mehr ganz so nah ist. Du hast versagt, Spinne! Es ist ein verdammter Runenkrieger. Die kann man nicht aufhalten. Habe ich dir nicht genug Mädchen meines Volkes geopfert, Kreatur? Doch du konntest weder die Dryade in die Knie zwingen, noch diesen Krieger aufhalten. Vielleicht sollte ich dem Maskierten von deinem kleinen, verräterischen Handel mit mir berichten. Mich braucht er noch, aber dich... Nein, nein, das dürft ihr nicht. Ihr wisst nicht, was er mit Verrätern tut. Dann töte endlich diesen Runenkrieger. Wenn er fort ist, kann dein Gift wieder sein Werk tun. Ich will die Dryade. Sie soll zu mir kriechen wie ein folgsamer Hund. Verdammt, der Runenknecht muss sterben. Ja, leider kann man uns wirklich nicht besiegen. Wir stehen ja immer wieder auf.
Und ja, dieses Mal nicht das Skelett hier hinten vergessen. Ist hier sonst noch was eigentlich? Nicht wirklich. Achtung! Verteidigt euch! Oh, du bist hypnotisiert. Oh, das spawnen Spinnen. Na komm, erstmal muss der Spinnenmann weg. Haltet durch, Männer! Die Rune ruft? Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Sie sind überall! So, seine Spinnis sind jetzt auch weg. Irgendwie praktisch, dass er ein Gegengift dabei hat. Auf meinem Befehl. So, für den Rest heißt es Kommando zurück. Ach stimmt, wir müssen ja jetzt einmal ganz außen rum, weil wir hier nirgends durchkommen. Was sagt das Questlog? Ja, besiegt den Spinnenmann und nehmt sein Gegengift an euch. Der Spinnenmann hatte einen Handel mit dem Kaiser. Er sollte die gerade schwächen und gefügig machen. Wenn das Gift im Wasser von ihm ist, hat er vielleicht auch ein Gegengift in seinem Besitz. Versucht es von ihm zu erbeuten. Ja, sucht den Quell des Giftes und nutzt das Gegengift, um ihn zu reinigen. Es muss eine Stelle geben, von aus der das Gift ins Wasser kommt. Sucht sie und benutzt das Gegengift dort, um das Wasser des Gartens zu reinigen. So, erstes Banksiegel. Haben wir. Das heißt, wir können uns hierhin porten, um die Quelle zu reinigen, da oben. Wir können uns dann zum Dryadenhain zurückporten. Während meine Leute und die Nymphen das den Fußweg nehmen. Und ganz ehrlich, wenn das hier die Skelette von den Mädchen sind, ist das sehr makaber doch. Vor allem, dass im Dryadenhain hier so ein Opfertempel steht, einfach so. Na gut, wenn man sich so überlegt, wenn man das Grün betrachtet, ist der Hain wahrscheinlich nur das bisschen hier unten in Wirklichkeit, nicht der gesamte, die gesamte Map. So. Spinnennest. So, ja, auf der Oberfläche ist Gift. Das Gegengift in die Quelle schütten. Das Gegengift löst die ölige Flüssigkeit auf. Und so schnell kann ich nicht lesen. Und ich habe nichts gedrückt, ich verspreche es. So. Das Wasser ist wieder rein. Der Hain ist gerettet. Ja. Auf jeden Fall ein paar Sachen verkaufen dann erst einmal. Wenn wir wieder im Bazar sind.
Das Gift verschwindet. Der Hain erwacht zu neuem Leben. Der Spinnenmann sollte euch mit seinem Gift brechen, damit ihr dem Kaiser gefügig werdet. Ach, ich wünschte, ich könnte den Kaiser von dieser unsinnigen Vernarrtheit heilen. Doch nun zu euch, mein Freund. Was kann ich tun, um euch zu helfen?